Und ich glaube, wir sind beide zwei spontane Menschen, die auch schnell was auf die Beine stellen. Und sie sagte, komm, dann machen wir gleich was zusammen. Und sie hat diese wunderbaren Musiker, die Stimmen, eure Töne hierher gebracht. Sie hat sich selber hergebracht mit ein paar Zeilen. Sie hat natürlich vor allem auch geholfen, die Hauptdarsteller hier zu bringen, den Produzenten und den Darsteller, der Hauptdarsteller, wenn man es so nimmt. Kommt doch einfach mal ganz kurz auf die Bühne, damit die Leute euch alle sehen können. Ivan Matteo, der Produzent, Ernst Ostertag, der Hauptdarsteller, Röbi Rapp, der Hauptdarsteller und Matthias Hungerbühler, der Darsteller des Ernst Ostertag. Und danach, wie gesagt, freuen wir uns, werden die Musiker auch draußen im Foyer spielen und dass wir noch ein gemütliches und schönes Zusammensein haben. Denn letztendlich ist das wirklich das Thema, das sich durch das Festival durchzieht. Wir hatten es schon bei der Öffnungsfeier, wir hatten es am Sonntag eigentlich auch, als wir ein großes Fest gefeiert haben, zusammen mit einem Paar, das zusammen 100 wurde, obwohl sie noch ganz jung sind. Vielleicht erzählen Sie das dann auch mal. Und wir haben ja auch noch weitere einfach wunderschöne Begebenheiten, die mit diesem Thema zu tun haben. Das ist so langsam gewachsen, dieses Projekt. Es hat viele Änderungen gegeben, fröhliche, gute und traurige. Und es gab auch Zeiten, wo man dachte, der Film wird nie zustande kommen. Und dann ist er doch fertig geworden. Und ich glaube, das Resultat ist mit allen, mit Schauspielern und mit Leuten, doch recht gut gekommen. Das haben Sie hier auch gemerkt. Der Applaus. Frau Segebrecht, eine Frage an Sie. Haben Sie die Protagonisten des Films, haben Sie sie vorab getroffen, bevor Sie in den Dreh gegangen sind? Ja, es gab natürlich ein Buch. Ja, es gab ein Buch vorher. Das haben die beiden geschrieben. Und ich glaube, das ist richtig, dass ich ja nichts falsch sage, dass das Buch der Urgrund war für den Film. Nicht so ganz, okay. Also wir haben uns erst nachher kennengelernt. Und das war dann in Berlin. Unvergesslich, unvergesslich, unvergesslich. Und das war ja die große Überraschung. Ja, die große Überraschung warst du. Nee. Ja, sicher. Denn wir haben sie eben, das war in Berlin nach der Weltpremiere, und da kommt die Marianne und ich sage zu Röbi, schau, die Mama kommt. Ja, natürlich. Und so haben wir uns umarmt und es war gleich so. Also wie wenn sie, die richtige Mama, noch da war, verjüngt. Wie bereitet man sich auf so eine historische Rolle vor? Ja, also ich meine, da gibt es nicht ein allgemeingültiges Rezept oder so. Ich habe so gemacht, dass ich erstmal oder ziemlich bald mal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, den Kontakt zu den beiden gesucht habe. Natürlich mit dem Fokus mehr auf Ernst, ganz logisch, wegen der Rolle. Ich habe dann auch sehr viel über die Geschichte und über den Kreis nachgelesen im Sozialarchiv der Stadt Zürich. Da gibt es viele Fotos, die jetzt auch im Film drin sind, die ich damals schon sehen konnte. Das hat sehr viel geholfen und letztendlich dann ein sehr gutes Coaching noch, ein Schauspiel-Coaching mit Charles Forman und Lena Lessing aus Berlin. Aber ich glaube, am wichtigsten waren die vielen Stunden, die ich bei euch zu Hause verbringen durfte, bei einer Tasse Kaffee und Tee, wie man es hier auch gesehen hat im Film, an diesem Tisch. Und einfach um zu spüren, so, wie funktionieren die Gedanken von Ernst, wie bewegt er sich, wie gestikuliert er und so weiter. Das hat wahnsinnig geholfen. Ja. Dann lassen Sie uns nach draußen gehen und das Fest der Toleranz feiern. Vielen Dank, dass Sie alle da sind.
canción te llamará solamente María. Yo quisiera ser eco de la vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste totalmente mía. Que llovía, llovía.